Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video möchte ich euch zeigen, wie ich meinen Elefantenbaum vermehren kann. Hier könnt ihr ihn schon sehen. Ich möchte das über eine Stecklingsvermehrung machen. Es ist so, wenn der Elefantenbaum einige Jahre alt ist, dann bildet er einige Seitentriebe, die man dann mit einem sauberen und scharfen Messer abschneiden kann. Und diese Stecklinge kann man dann versuchen zu bewurzeln. Es klappt nicht immer, aber die Anwachsrate beim Elefantenbaum ist schon relativ gut. Hier zeige ich euch mal einige Seitentrieben, von denen ich spreche. Diese sind jetzt schon an meinem Baum hier sehr groß. Ich würde euch immer empfehlen, einen kleinen, etwas jüngeren Trieb zu nehmen. Ich habe meinen hier schon abgeschnitten. Hier könnt ihr den sehen, der ist etwas kleiner. Und ihr solltet jetzt nicht länger als 1 bis 2 Tage warten, bis ihr den auch einpflanzt. Also ich gebe ihn in meine Anzuchterde. Ich zeige euch das jetzt auch mal, wie ich das mache. Und zwar gebe ich meinen Steckling hier in Anzuchterde rein. Ich nehme einen recht kleinen Topf, drücke den so ein bisschen rein und drücke jetzt die Erde auch gut fest, sodass sich der Steckling nachher auch schön bewurzeln kann. Jetzt gieße ich es noch einmal ordentlich an. Es ist auch wichtig, dass die Erde immer schön feucht gehalten wird jetzt in nächster Zeit, sodass sich die Wurzeln auch bilden können. Um jetzt so eine Art Gewächshausklima zu erzeugen, habe ich, wie ihr sehen könnt, hier eine Plastiktüte. Die stülpe ich jetzt einfach drüber und alle paar Tage lüfte ich das natürlich auch mal durch, damit auch keine Schimmelbildung ist. Und als Standort, könnt ihr sehen, habe ich jetzt hier eine Fensterbank gewählt. Natürlich jetzt nicht mit der Ausrichtung zum Süden, wo jetzt die direkte Sonneneinstrahlung ist. Damit habe ich auch keine guten Erfahrungen gemacht. Der Standort sollte schon hell sein, aber halt, wie gesagt, keine direkte Sonneneinstrahlung. Und der beste Zeitpunkt, wo ich auch die besten Erfahrungen gemacht habe, ist immer so das Frühjahr, April, Mai, Juni. Das sind für mich so erfahrungsgemäß der Zeitraum, wo sich Stecklinge am besten bewurzeln lassen. Ja, und jetzt wird es einige Wochen dauern, bis sich der Steckling bewurzelt. Leider geht immer nicht jeder Steckling an. Von daher, wenn ihr die Möglichkeit habt, entnehmt eurem Elefantenfuß ruhig etwas mehr Stecklinge als nur einen. Dann ist die Chance, dass sich eine neue Pflanze daraus gewinnen lässt, auch um einiges höher. Wichtig, wie gesagt, ist, dass das Substrat jetzt dauerhaft feucht gehalten wird, vermeidet aber auch Staunässe, lüftet auch, wenn ihr eine Tüte drüber gestülpt habt oder irgendwas anderes, regelmäßig durch, sodass halt auch eine Schimmelbildung vermieden werden kann. Ja, der Steckling, wenn er dann bewurzelt ist, wird einige Jahre brauchen, bis er dann tatsächlich so schön groß ist wie dieser Elefantenbaum hier. Das dauert, die Pflanze wächst auch nicht allzu schnell, aber man hat immer wieder die Möglichkeit, sie über Stecklinge, wie ihr gerade in meinem Video gesehen habt, zu vermehren. Ich hoffe dann, dass euch das Video hier gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir bitte mit einem Daumen nach oben, abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!